Servus Leute, willkommen zurück zu Super Mario Brothers Wonder. Wie mir geht, wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben, damit mich sehr freuen, kann sehr helfen. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge. Wir wollen nach Welt 4. Mach mal auf da. Mach die mal weg da hier. Komische Pflanze. Und wir haben nicht nur eine Daisy-Folge vor uns. So, die wolkenlose Wüste. Ich bin gespannt. Hier müsste auch wieder einen Special World Zugang geben. Den wollen wir natürlich haben. Oha. Diese wolkenlose Wüste ist trocken und wüstig. Oh Gott. Ich brauche das ganze Wasser unbedingt für mich selbst. Sollen die anderen doch Durst haben. Aber ich jedenfalls nicht. Egoist. Ist nicht nett, Bowser Jr. Du hast schon bessere Seiten in dir gezeigt. Wolkenlose Wüste. Sieht wie Kuchen aus, ne? Das ist also die wolkenlose Wüste. Weißer Sand, soweit das Auge blickt. Die Dünen strahlen in der Sonne. Im Palast hier soll es einen weiteren Königsdarm geben. Hier ist es ganz schön heiß. Aber wir müssen weitermachen. Drücke L, wenn du die Karte sehen möchtest. Joa, nö, passt schon. Wir werden schon unseren Weg finden. Erstmal wie immer den Gratis-Samen abholen. das ist ein halber Level. Ist hier mit dem Rätsel verbunden? Das wollte ich jetzt nicht, aber okay. Ich blick's gerade nicht so ganz. Poplinghaus in der Wüste, das war kein Haus. Hier ist nur Schrott. Ach, warte. Nee, hä? Warte mal, hä? Verpasse ich irgendwas? Ah, okay, jetzt. Gut. Hat nicht getrollt ein bisschen. Ah, ich bin ja so durstig. Wo ist das ganze Wasser hin? Oh, Prinz Florian, ich kann dir nicht mal ein Glas Wasser anbieten. Dieser Wüstling hat sich hier in der wolkenlosen Wüste breit gemacht und fast jeden Tropfen Wasser gestohlen. Bitte, du musst uns helfen. Bitte bring uns das Wasser zurück. Und wenn er dir nützlich sein kann, nimm diesen Wundersamen, den ich einfach so hier habe, wie alle anderen am Anfang einer Welt. Ohne jede Erklärung. Welch üble Lage. Schnell, wir müssen zum Palast und das in Ordnung bringen, bevor alle Poplins in der Wüste verwelken. Wundersamen erhalten. Sieht zitronig aus. Der auch so schmeckt. Mal reinbeißen. Gebratener Wundersamen. Puh. Prinz Florian, die Oase ist der einzige Ort in der wolkenlosen Wüste, an dem es noch Wasser gibt. Früher gab es auch rund um den Palast viel Wasser. Aber das war bevor dieser Fiesding alles geklaut hat. Auf die Oase werde ich aufpassen, aber bitte befreit uns den Palast. Er sieht mir sehr open-worldig aus hier, ne? Der weiße Sand, ein Muss im Sand. Kaufen wir erstmal das Dingelchen hier. So, hi. Die Zwei-Stufensprung, das Zwei-Stufensprung-Abzeichen ist perfekt für die Wüste. Blühe auf wie eine Wüstenblume, lieber Kunde. Stimme mehrere Sprünge in Folge aufeinander ab. Wenn du dein Timing stimmen kannst, du höher springen als normal, sogar auf Sand. Und nehmen wir mal mit. Und das nehmen wir auch noch mit. Damit muss ich mich irgendwann auch noch beschäftigen, aber. Wir spielen ja eh nicht online. Aber die sind für 100% wichtig. Ihr müsst ja alle von denen kriegen. Für die 100%. Das ist. Wollen wir ein anderes Abzeichen anlegen? Ja, wir können es mal ausprobieren. Was soll's? Das Multisprung-Abzeichen. Ich mag zwar lieber gleiten, aber hey. Komm, gehen derzeit wieder. Ich muss mir erstmal einen Überblick verschaffen über die Welt. Die ist wirklich sehr offen. Das ist. Oh, was? Bahnfrei für die Armat-Bande. Die Level sind hier versteckt. Oh Gott, ich habe Angst. Coole Idee, aber ich habe Angst. Hör mal rein da. Bahnfrei für die Armat-Bande. Armadillos also. Eine Referenz an Donkey Kong Country. So, wie ist das jetzt hier? Ah, okay. Ah, das Timing ist aber leicht.
Aua. Nein, was? Der hat mich getroffen. Du Ratte. Das ist aber gemein. Was? Okay, kann ich da rein? Nö. Okay, da gäbe es Wasser. So viel Sand. Wie bin ich eigentlich ausgerechnet hier gelandet? Ich auch nicht. Oh! Nein! Ah! Nee, das geht das her. Dieses Sprungding fand ich lustig, aber ob ich es wirklich brauche, weil. Nein! Das wäre erst eine Twitch Streets Germany, ey. Warum bin ich nicht auf Twitch? Scheiße, das kann doch nicht wahr sein. Das kommt doch nicht mehr wieder, ne? Ach, ist doch elendig. Das Timing ist super leicht, aber ob man es wirklich braucht, ist die andere Sache. Hä, was? Hä, was? Hä, wie, wo? Kein Item? Schade. Bam! Ich bräuchte einen Elefant. Ah, fuck, da war Wasser drin. Ich bräuchte einen Elefant und Wasser. Elefant! Elefantastisch. Dankeschön. So. Ach so, das ist nur für so eine kleine Münze. Da hatte ich noch die dritte große Münze. Die zweite haben wir verpasst, erfolgreich. Oder geht's rein? Sehr schön. Dritte Münze vielleicht? Yo, geilo. Und tschüss. Oh hier, wenn du jetzt das Sprungabzeichen nicht geholt hast, dann hast du da Probleme. Wie ist denn den kaputt? Oh, wow. Okay. Hepp. Die Wunderblume. Was erwartet uns hier? Oh, was? Oh Gott. Hilfe. Was ist das für eine Scheiße? Ich bin so schnell. Oh Gott. Oh Gott. Eine Röhre. Kann ich da rein? Dann kann ich nicht. Scheiße. Ich muss schnell sein. Oh, ich habe keine Zeit. Hilfe. Dieses Gott. Nein, aua, aua, ich bin klein. Scheiße, gib mir ein Item. Item, ist mir egal was. Nein! Ich hab zu viel Kaffee getrunken. Roleplay. Oh Gott. Okay, also nochmal. Ich kann aber jetzt nicht unbedingt das andere Event nochmal starten, oder? Also die Blume ist nicht respawned, die ich da drüben brauchte. Komm ich da auch nochmal hin? Wo der Paracooper war? Doch, das ist respawned. Sehr gut. Glück im Unglück, holen wir uns das Ding doch noch. Eieieiei. Und diesmal, Daisy, hältst bitte da oben fest, wenn du da dran springst. Ah, ist doch nicht so schwer. Okay, Daisy, weiter geht's. Also nochmal das Wunderblumen-Event-Dings da machen. Das ist aber echt, interessant. Ich würde gerade sagen, scheiße, aber nein, das ist nicht. Boah, ist das kacke! Die sind so schnell, die Viecher! Gott!
Wo ist das Ende? Ende, bitte! Nein, das war dumm! Da, gib es her! Okay. Und hepp und drehen und Ende. Puh. Das könnten 100% sein, außer es gibt den Secret Exit, das weiß ich nicht. Werden wir gleich erst sehen. Schöner Level. Schöner erster Level für die Wüste. Ob es wirklich der allererste ist, ich habe keine Ahnung. Wenn die hier wirklich versteckt sind teilweise, das kann lustig werden. Eine Pause. Wir haben die 100%. Okay. Was ist das denn für ein Ding? Ziemlich merkwürdig, das kann ich dir sagen. Es gibt hier noch zwei weitere Platten, die genauso aussehen. Ich überlege jetzt schon eine ganze Weile, was damit auf sich haben könnte. Ist noch eine. Es gibt hier noch... Da ist noch ein Level. Okay, hier gibt noch eine Platte. Wo ist die Platte? Ist die Platte haben? Da ist noch eine. Das ist ein Level! Und? Durchs Privatspiel habe ich das schon gelernt, auch sowas zu achten. Und hier in den Güldenfällen ist ein Toad! Ein Captain Toad! Sehen wir auch mal in dem Let's Play. Was für ein Ort, um jemanden zu begegnen, findet ihr nicht? Schön, eure Bekanntschaft zu machen. Wir treffen uns doch gerade das erste Mal, ja? Ja, weil ich im Let's Play an deinen anderen Stellen vorbeigelaufen bin. Ich weiß, wo sie sind inzwischen, ich bin vorbeigelaufen. 5 Stück gibt's davon. 5. Oder kennt ihr mich etwa? Ja, aus meinem eigenen Spiel und aus Mario Odyssey und aus, war das Galaxy? Ja, ne? Galaxy war Captain Toad. Auf der Suche nach Schätzen bin ich an der Röhre gesprungen und dann ausgerechnet hier gelandet. Schon komisch, dass diese Röhren so viele verschiedene Orte verbinden. Wusstet ihr das? Tja, da habe ich ganz schön in die Röhre geschaut. Hätte ich das besser mal gemacht, bevor ich reingesprungen bin. Egal, irgendwas habe ich hier 50 Blumenmünzen gefunden. Die könnt ihr haben für euer Abenteuer. Hier, bitteschön. Danke. Tschüss, Toddy. Tschüss. Und der andere Toad ist übrigens ein Arschloch, den ich immer ärgert. Ja, ich weiß. Dankeschön. Wildleben in der Kegelbahn. Das schien jetzt nur Leute, die Mario Kart gucken oder Mario Golf geguckt haben. Da habe ich mir so eine kleine Geschichte mit mir und Toad ausgedacht. Nein, jetzt nicht Handy. Klappe. Kann ich nach der Folge nachgucken, was das war. Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! So. Oh Gott. Oh mein Gott. Bop. Kommen wir hier diese was bist du denn? Hau ab. Eine neue Art von Kettenhund. Cool. Gefällt mir. Ernsthaft? Mobbing. Was? Oh. Oh, cool. Was gibt's hier unten? Oh. Oi. Und du hast mein extra Leben, du Sack. Gib das her, das ist meins. Oh. Komm ich da hoch? Nö, komm ich nicht. Ui. Geh wieder da hoch. Tschüss. Ich mag die neuen Kettenwauzis. Die sind lustig. Die sehen halt aus wie Hunde, nicht wie die alten. Einfach nur schwarze Bälle mit Kette dran. Das sieht aus wie ein richtiger Hund. Naja, so mehr oder weniger. Es hat mehr Hund als das andere. Sagen wir es mal so. Wobei, ich habe schon Hunde gesehen, die sind wirklich kugelrund. Da meinst die Herrchen und Frauchen aber auch ziemlich gut mit dem Futter. Solltet ihr nicht machen, das ist nicht unbedingt gesund für die Tiere. Bam! Oh, toll. Hat sich voll gelohnt, nicht? Halbzeit!
Das kann der Elefant auch so. Nee, kann er nicht. Okay, hat nicht funktioniert. Das war eine dumme Idee! Das war eine richtig dumme... Au! Das ist ja Instant Death. Okay, weißt du was, gib mir das nochmal wieder. Das ist ja ein Instant Death. What the fuck? Was soll das denn? Ich kann da bestimmt, wenn ich eine Kugel irgendwie hier drüber dotze, diesen richtigen Timing schaffe. Aber nicht so. Nicht so. Das ist bestimmt noch ein früher öffnen hier, oder? Ja, also es geht bestimmt, dass die Kugel dagegen schmeißen kann, aber ich bin so doof dazu. Scheiße, ich komme da oben nicht mehr dran. Was ist denn das für eine Kacke gerade? Mist, ich komme da oben nicht ran. Wie habe ich das gemacht? Habe ich den anderen Sprung dafür genutzt gehabt? Ich komme da nicht hoch, verdammte Scheiße. Ich komme an die Flower nicht ran. Braucht er. Ah, da so rum vielleicht. Ja, so rum geht's. Okay. Und jetzt rennen wir einfach los. Tschüss. Ich hab Business, aber ohne dich. Hui, hui, hui. Oh, shit. Oh Gott, 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 Daisy, lauf runter! Holy Crapperoni! Oh oh. Wie auch, du Scheiße! Da aus dem Weg, Gumbas! Ich. Oh Gott! Gib mir diese Last Blume. Dankeschön. Okay, ich will hier gar nicht runter ohne das Wunder-Event. Das ist ja brutalst. Jo, tschüssi. Hat Spaß gemacht. Cooles Event. Da verspürst du echt ein bisschen Panik teilweise. Das ist ja nett. Kein Item für mich. Dankeschön. Dankeschön. So, alles platt machst du mich, Kugelchen. Mag dich. Du bist lieb. Oh, dankeschön. Und wir haben alle Münzen, sehr gut. Und ich kann da wahrscheinlich irgendwie hoch, wenn ich da drauf komme. Jawohl. Und da oben bin ich. Geil. Secret. Und hepp und wusch. Schöner Level. Schöner geheimer Level. Und jetzt holen wir das Level in der Wüste. Wir müssen die ganze Wüste ablaufen, alles Mögliche zu finden, was es hier gibt. Das ist. Eine coole Idee, ein cooles Konzept. Und noch eine Zwischenpause. 100%? Jawohl. Ja, es muss ja ein 4-Sterne-Level sein, ne? Ein 4-Sterne-Schwierigkeit-Level. Und da ist dann eigentlich meistens der Weg in die geheime Welt. Zumindest war es bislang immer so. Wer muss rauskommen? Ach, du sollst da rauskommen. Okay, kannst du da... Hä? Wie? Wie genau? Warte mal. Oh, was? Oh, ist das fies. Ich muss das... Okay, ich kapier's. Ich kapier's, was ich machen muss. Wow. Coole Idee. Das sind Mario Maker, da könnte man eigentlich lustige Rätsel mitmachen. Coole Idee. Oh, da oben ist eine Kampfarena. Ich hasse Kampfarena. Nö? Das ist so eine coole Idee, ich mag's. Ich mag's. Fallschirmmütze 2 Abzeichentest. Na dann.
Geronimo! Yeah! Oh, das war knapp. Was? Oh, 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 oh Gott. Ja, der hilft dir jetzt auch nicht. Scheiße. Das war fies. Das war fies, das war nix, das war ein Satz mit X. What the fuck? Wie soll ich denn das anstellen? Wie genau soll ich das anstellen? Einfach mit Wandsprüngen? Ernsthaft? Ist das eure Lösung? Houston, wir haben ein Verständnisproblem. Ich kapiere nicht so ganz, was das Spiel in dem Moment von mir will. Vor allem nicht, wie ich die Münze kriegen soll. Weil das ist... Ich kann ja keine, kann ja keinen Auftrieb bekommen mit meiner Fähigkeit. Ich gehe ja da einfach durch. Und dann war's das. Und hier stürze ich einfach ab wie so ein nasser Sack. Wie soll ich denn da... Muss ich später in den Gleitflug gehen? Ist es das? Dann abstürzen kann man mit dem Ding nämlich super. Das ist das Problem. Das Problem ist viel eher... Ich probiere es jetzt mal, dass ich hier durchgehe und dann... Ah, okay. Meine Intention, mich einfach fallen zu lassen und dann erst zu drücken, war richtig. Warte, was zum Geier? Hä? Wie soll man das denn machen? Ich kann doch nicht so weit... Hä? Achso, ich komme nicht mehr da ganz hoch, ne? Ich hätte von ganz oben viel weiter hüpfen müssen, die letzte Münze. Okay, das ist hart. Das ist hart. Muss ich mir privat nochmal angucken. Seh die goldene Fahne und alle drei Münzen zu bekommen. Respekt, wenn du es im First Try schafft. Dann musst du auch wieder springen und quasi im letzten Moment die Gleitmütze aktivieren. Dann kannst du es vielleicht schaffen. Huff. Schwierig. Noch irgendwo ein Level hier in der Wüste. Also das wissen wir ja. Und da vorne ist auch noch eins. Wissen wir auch noch. Der Schnaufpause Höhlenschatz. Ach, die Sonne haut schon wieder ab. Ich kalte Jahreszeit. Ne? Dup, du, dup, 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 bum, 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 bum. Das war ja wild. Das war cool. Simpel, aber cool. Nach der Folge manchmal hast du große Licht wieder an. Ist ja echt schlimm. Wenn die Wüste da ist, geht's. Aber wenn ich in der Höhle bin, dann nicht mehr. Was ist hier eigentlich? Ist da auch irgendein Level wahrscheinlich. Zug um Zug im Wüstensand. Ach, Mumien. Gibdos. Ne, anderes Spiel. Gibdo wäre auch so ein guter Name für ein Pokémon. Ein wildes Gibdo. Tschüss! Ein Item! Jawohl, ein Bohrerpilz, geil! Okay.
das so ein Geräusch macht. Hätte lieber eine Röhre, die man wieder rein kann von Anfang an. Oh Gott, was ist das denn? Danke. Ich hätte das andere Sprungabzeichen wieder anlegen sollen, ne, um auf dem Wüstensand besser hüpfen zu können. Ich hab so Spaß daran, die auszuziehen, ne? So. Ey, Gumbas, nicht pennen. Was genau habe ich davon, das Zeug hochzuziehen? Kommt da irgendwas unten? Nö. Hm. Komm ich aber auch so hoch. Warte, 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 warte. So. So. Kann ich ihn eigentlich, wenn ich ihn so kaputt bohre, kann ich ihn dann kaputt machen? Jo, kann ich auch. Geil. Voll in dein Gesicht. Bam. So. Das haben die blöden Vögel verdient. Hier. Baff. Bams, komm runter. Bams. Buff, so. Was haben wir hier? Komm, Wonderflower. Warum soll ich das. Hä? Ich kapiere das nicht. Warum soll ich das aktivieren, wenn das nichts bringt? So, der ist besiegt. Jede Menge Röhren. Aber da hoch. Da etwas zum Ziehen. So. Das ist eine blaue Röhre. Und da kann ich rein. Okay. Hier drin habe ich eine Münze. Oh, ich darf jetzt nur bis zu einem gewissen Punkt wegziehen. Ich kann es einfach so machen. Ich kann es einfach so machen. Ich brauche dich gar nicht, Kollege. Tschüss. Ey. Das bin ich extra hier und der geht einfach an mir vorbei. Goodbye, ey. Tschüss. Oh, wenn da oben jetzt die Münze drin ist. Die Flower, meine ich. Das ist jetzt natürlich zum Kotzen. Nein, war es nicht. Okay, alles klar. Blödes Arsch. Wonderflower. Oh, für eine halbe Stunde gleich. Holla, die Waldfee. Keine Ahnung, ich kapier's gerade nicht. Jetzt kapier's, glaube ich. Okay, das ist auch cool. Ich weiß zwar nicht ganz, was passiert wäre, wenn ich es nicht rechtzeitig geschafft hätte, aber okay. Und mir ist mir egal. Huh. Schöner Level. Also bislang gefällt mir die Wüste richtig, richtig gut, muss ich sagen.
Und unser wichtigstes Ziel, alle Wundersamen finden, erfüllen wir bislang auch ganz gut. Ah, jetzt haben wir eine Treppe freigeschaltet nach oben. Okay. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs dabei sein. Jawohl, 100%. Und wenn es euch gefallen hat, ihr wisst ja, was ihr tun könnt. Ansonsten macht's nicht gut, macht's besser. Euer Schraubsel. Bis zur nächsten Folge. Ciao.